Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Pelmeni Ahmed Spezial. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. Ich habe 405 Mehl. Was? Ja, 405, stimmt. 450 Gramm. 2 Eier, Klasse M. 150 Milliliter lauwarmes Wasser. Und hier ist schon Teelöffel Salz drin in dem Mehl außen. Und 2 Esslöffel Olivenöl kommt da rein. Okay, gut. So, tun wir erstmal die Wasser. Die Eier haben auch noch Flüssigkeit. Ja. Ja. Auch ich immer gleiche hole, aber gleiche Gewicht haben sie nicht. Öl muss ich abmessen, genau. Das muss stimmen. So, einer ist ein Löffel. Guck mal, wie klein es geht. So, fertig. Erstmal die Eier bearbeiten, etwas umrühren. So, jetzt geht's. Nehmen wir den Mehl langsam rein. So, jetzt tun wir das, einen glatten Teig bearbeiten. So wie Pizzateig müsste sein, also nicht so weich, nicht so fest. So, das kann jetzt 4-5 Minuten dauern. So wie ich sehe, die Eier waren wahrscheinlich so klein. Vielleicht muss ich Wasser reintun, aber das gebe ich nachher an. Bis gleich. Ich habe den Teig bearbeitet, einen glatten Teig, wie ihr seht. Sieht man ja. Ich habe nochmal 30 Milliliter Wasser reingetan. Also das heißt 280 Milliliter lauwarmes Wasser. Okay, fertig. Ich sage nochmal lieber, wie es aus sein muss. Weil unterschiedliche Eier wegen dem hatten. Guck. Okay, so müsste es sein. So, decken wir es zu. Okay, Luft rauslassen. Hast du gehört? Mhm. Doch, jetzt mal weg. So, wir hören nicht auf. Fangen gleich an. So, Hackfleisch. 200 Gramm Hackfleisch. So wenig Petersilie. Eine kleine fein gehackte Zwiebel oder geriebene am besten gesagt. Auch rein. So. Teelöffel Salz, halbe Teelöffel Pfeffer, halbe Teelöffel Kreuzkümmel, auch rein. Das war's. Guck, jetzt tun wir das bearbeiten mit Hand. Die Soße kommt dann später dran, okay? Die tue ich jetzt zudecken mit Folie. 30 Minuten, ja genau, 30 Minuten Kühlschrank ruhen lassen. So, der Teig ist auch nach 30 Minuten fertig, dann können wir dann anfangen. Bis gleich. So, die 30 Minuten ist jetzt rum, jetzt geht's weiter. Ich habe 500 Gramm Joghurt genommen, 2 See Knoblauch fein gepresst und 2 Esslöffel Salz. Alles schön umgerührt. So, Joghurtsoße ist schon fertig. Hier die Buttersoße, 40 Gramm Butter. 40 Gramm, sagen wir Milligramm, oder? Milliliter. Milliliter Öl. Ne? Ihr könnt Olivenöl nehmen oder Naturöl. Tun wir rein. Ich mache mal ein bisschen weg. Das ist wertvoll. So, jetzt geht's weiter. 40 Gramm Tomatenmark, Teelöffel Cayennepfeffer, 2 Teelöffel süße Paprika, auch rein. Da hängt immer was. So, gut. Okay. So, die tue ich jetzt auf Herd hier. Den mache ich später an. Jetzt ist erstmal, muss ich den Teig vorbereiten. Das kann man später machen. Das habe ich wenigstens bereit. So, tun wir das auch Seite Joghurt. Etwas Mehl jetzt nehmen hier. Wir fangen dann jetzt mit dem Teig. Teil Nummer 2, zwei Teilen. Ich glaube, ich ja, genau. Gucken wir, ob es gleich ist. Ja. Ja, ist gut. Dann nehme ich erstmal die eine. Tu mal Eckputz. So, jetzt tun wir das halt natürlich dünn bearbeiten.
So. Den Teigroller nicht vergessen, sonst geht's ja nicht. Das sieht ja gut aus, wie in die Baklava-Teig sieht das aus. Aber da noch das. Okay, oh, bin müde. Jetzt gucken wir mal, wie viel ist. 50, ja. Also 55 auf 55 müsste es sein. Oder 6 kann man auch machen. Durchmesser. Gut, jetzt gucke ich mal, ob unten genug Mehl ist. Sonst kleben sie. Fertig. So, dann nehmen wir so ein Teichring, das ist 7 cm breit. Ausstecher. Ausstecher, 7 cm. Gut, danke mal. Ausstecher. Ausstecher. Ja, genau, ja. Was habe ich gesagt? Ich habe vergessen. Teichring. Teichring, ja, das ist gut. Ey. Ja. Ja. Der findet halt irgendwas. Ja, wie ja. Immer. Okay. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch Kaffeetasse nehmen natürlich, gell? Geht auch, Notfall halt. Haben wir auch schon gemacht, in den Videos. Ja, haben wir. Ja, klar. Gut. Oh, ich kann hier schon Wasser drauf tun. Warte mal, ich mach Wasser drauf. Das kann ich schon, so, kann ich schon anmachen. 7. Soße kann ich auch anmachen. Wo ist der hier? Dass alles losgeht. So, fertig. Okay. Geht's hier weiter? Ja, ich habe ja noch. Jetzt tun wir den Teig mit Hackfleisch füllen. Etwas hereindrücken. So, ich mache so weiter, bis alles fertig ist. Bis gleich. Ich habe sie fertig belegt, jetzt geht's weiter. Nehmen wir sie Hand. Von außen reindrücken. So, okay, so müsste sie sein. Dann legen wir sie wieder hin. Jetzt habe ich noch eine, dann kann ich dann später alles fertig machen. Und schön reindrücken, sonst gehen sie auf. Bitte richtig so drücken. So, ich mache jetzt bis alle fertig ist. Bis gleich. So, ich bin jetzt fertig. Jetzt tun wir sie kochen das Wasser rein. In dem kochenden Wasser habe ich 2 Teelöffel Salz drin. Okay, jetzt tun wir es langsam rein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lang für dich, Murat, oder? Ich mache echt eine. So. Mache ab so ran. Das kann bis zu 7 Minuten dauern. Die müssen alle hoch oben sein, der Teig. Dann sind sie dann fertig. Bis gleich. Ich muss ab so ran machen. Bis gleich. Die 7 Minuten ist jetzt rum. Jetzt kann man dann gleich servieren. Volles raus. Ein bisschen abtropfen lassen. Nehmen wir einen Teller. Also ich nehme Kannst du? Ja, ja. Okay. Ich muss abtropfen Wasser. Okay. Welchen habe ich noch da? 3. Wo ist denn da noch ein? Ich stoße mit der Kamera gegen die andere Kamera. Deswegen. Was soll ich machen? So, also, schiebe ich das kurz weg. Wegen Wasser. Oh, ein bisschen weniger aus. Na ja, gut. Jetzt tun wir Joghurt-Esch drauf. So, jetzt die Soße. So, jetzt noch Schnittlauch und Petersilie, etwas. Nicht so viel. Fertig. So kann man das servieren.
So, ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Pelmeni. Bis nächste Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.